Hallo Uwe, ganz liebe Grüße aus Brandenburg. Wie du siehst, ist dein 550er T-Rex fertiggestellt. Ich habe ihn umgebaut. Das betraf ja nur das Flyby-Less-System. Dein Wunsch war es, ein Flyby-Less-System, hier ist es, das Brain 2, zu fliegen mit einem Autolevel, also die Flugstabilisierung. Ich nenne sie auch ganz liebevoll immer den Koaxialmod. Das war also dein Wunsch und den, genau das hast du jetzt hier drauf. Ich habe das Flyby-Less-System ganz chillig für dich eingestellt. Du hast mir erklärt und geschildert, wie du ihn fliegen möchtest. Und genau so soft, sage ich jetzt mal, mit der Dual-Rate und dem Expo habe ich ihn auch eingestellt. Ich gehe davon aus, du wirst zufrieden sein mit den Einstellungen deiner DX6 und dem Flyby-Less-System. Das passt schon ganz gut. Ich habe diesen Helikopter für mich ursprünglich mal gebaut und der ist natürlich völlig, ich sage jetzt mal, übermotorisiert, liebevoll. Denn hier befindet sich drinne der 730er MX mit 960 kV von Align. Den gibt es auch mit 850 kV, der ja eigentlich gar nicht da reinpasst. Und das stimmt auch. Wenn man nur die beiden Seitenteile nimmt und quetscht den Motor dazwischen, passt es nicht. Und deswegen auch dieses Video für dich. Das sind drei Sachen, die ich dir noch zeigen möchte. Wie habe ich denn verdammt nochmal diesen Motor da reinbekommen? Man muss schon ein bisschen was ausfräsen und auch, wie man hier, der Kenner erkennt das, ein paar Tuningteile ran macht, die auch zwingend erforderlich sind dann. Als erstes möchte ich dir mal zeigen, wie groß ist denn der Motor eigentlich? Es gehört rein, diese Größe hier, dieser Align-Motor, der ist da ursprünglich drin. Ne? Und das ist ein Beispiel von eFlight, der Motor, ich habe, weil ich jetzt keinen 730er MX mehr liegen habe, der ist 2 mm, der ist ein bisschen minimal größer als der 730er. Aber du siehst hier schon, es ist schon ein echter Brummer, der hier drin ist. Um das zu verdeutlichen, habe ich hier einen baugleichen 550er T-Rex. Den gehört übrigens auch Uwe. Uwe aus Celle, ich grüße dich, mein Freund. Hier ist dein Helikopter. Und hier ist verbaut ein Contronic Pyro 900. Und der passt dir natürlich problemlos rein. Da brauchte ich nichts ausfräsen. So, was habe ich getan? Jetzt geht's los mit den Erklärungen. Hier sieht man schon, wie es V-förmig hochgeht. Sind beide baugleich, wie gesagt, die beiden Chassis. Und das ist hier nicht. Hier geht es, würde es V-förmig hochgehen. Das habe ich hier ausgefräst. Das hier musste ausgefräst werden, weil der Motor hier so ein bisschen an der Seite, sieht man das, so ein bisschen rausguckt. Das muss also weg. Das hat aber noch nicht ganz gelangt. Wo ist mein Kuli? Wo ist mein Kuli? Da. Hier oben stößt es auch noch mal ein bisschen an. Und da musste ich hier noch einen kleinen Bogen reinfräsen. Das wäre dann hier oben ganz. Hier ist noch mal ein kleiner Bogen reingefräst. Und man ahnt schon, dann ist diese Brücke, wo die Motorplatte dran verschraubt wird, das ist natürlich alles viel zu dünn, um das tragen zu können, um den Drehmoment, die ganze Kraft auch halten zu können. Das wird hier zwangsläufig irgendwann einreißen. Aus dem Grund war ich sehr froh, dass Lynx, diese Tuning-Firma, diese Aluminiumversteifung anbietet. Also hat sie mir angeboten, jetzt bekommt man sie nur noch sehr schwer. Und die ist natürlich perfekt dafür. Da kann also gar nichts mehr passieren. So habe ich diesen Motor da reinbekommen. Die Übersetzung muss natürlich geändert werden, ist klar. Der hat keine 1100 oder 1200 kV wie der originale, sondern nur noch 960. Da musste die Übersetzung etwas geändert werden. Hier oben sieht man es. Aber er fliegt natürlich hervorragend mit diesem Motor. Kann ich nur empfehlen. Da haben sie gut was hergestellt. Das zweite, was ich dir zeigen möchte, ist die Aluhebel, die ich hier verbaut habe. Die sind etwas dicker als die von Align, die hier drauf sind, bei Uwe aus Celle.
Und ich hoffe, dass das jetzt, dass man das sieht. Ja, doch, man sieht es. Hier hinten. Da ist dieser Hebel, Aluminiumhebel, leicht gefräst. Warum ist der ausgefräst? So, jetzt muss ich da bei der Lampe so ein bisschen versuchen, das gut zu bekommen. Weil er sonst. Jetzt kann man das gut sehen. Da. Ich wollte den ganzen Weg der Taumelscheibe, hier haben wir sie, ausnutzen. Und da wäre hier schon Schluss gewesen. Und durch das Ausfräsen habe ich nochmal etwas Weg gewonnen. Darum sieht dieser Hebel hier hinten anders aus als die anderen. Das ist nochmal die Erklärung für den Servohebel da hinten. Das weiße Zeug hier auf den Zahnrädern, das ist Dry Fluid, das finde ich ganz gut. Kann ich auch nur empfehlen. Es wird etwas leiser und die Zahnräder werden nicht so heiß, oder was heißt heiß, werden sie ja nicht. Aber der Verschleiß ist etwas geringer. Und früher habe ich dafür Öl genommen oder Fett und das spritzt natürlich die ganze Haube von innen voll und das macht dieses Zeug hier nicht mehr. Das ist, kann ich nur empfehlen, das ist sehr gut. Das nächste, was ich dir noch zeigen wollte, hier im Anhang als Nummer 2, ist einfach, wie wichtig es nochmal ist, meiner Meinung nach, den Schwerpunkt auszumessen, beziehungsweise wie mache ich das? Den Schwerpunkt auszuwiegen. Und das kommt dann gleich. Ciao.